Ja, herzlich willkommen zur Softwaretechnik-Vorlesung. Heute zum Thema Softwarewartung oder Englisch Maintenance. Wir fangen immer mit den Schaukeln an. Bei den Schaukeln gibt es auch ein schönes Bild für die Wartung. Da bin ich gar nicht ganz sicher, ob er das schon gesehen hat oder nicht. Klar, wir haben irgendwie verschiedene Stadien, ja, und ihr habt schon verschiedene Stadien kennengelernt. Wir sind bei der Programmierung oder wir sind beim Testen. Wir entwickeln das weiter oder wir warten das eben. Wir supporten das Produkt irgendwie und der Support fällt vielleicht sehr gering aus, wie in dieser Abbildung. Wir wollen uns das heute mal etwas genauer angucken. Was heißt das eigentlich, Support leisten für Software? Was heißt diese Wartung? Das wieder in drei Teilen, aber der erste Teil ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich im Vergleich zu den anderen Vorlesungen, die wir bisher hatten. Der erste Teil besteht nicht im Wesentlichen aus einem Beispiel, was ich mal sehr detailliert darlegen möchte. Die Idee ist, dass ihr so ein bisschen mitkriegt, was passiert da eigentlich in der Praxis, was muss man da eigentlich machen, was sind die einzelnen Schritte, worauf lässt man sich eigentlich ein, wenn man als Firma sagt, man bereitet oder bietet Wartung für Software an, Support. Gut, im zweiten Teil machen wir dann so eine etwas allgemeinere Einführung, da gucken wir uns so ein paar Begriffe an, eine Softwarewartung, und im letzten Teil gucken wir uns dann an, was so eine typische Aufgabe bei der Wartung ist, nämlich Altsysteme irgendwie zu migrieren in neuere Systeme. Gut, fangen wir an mit Neujahr, und zwar nicht das letzte Neujahr, sondern das Neujahr von 2017. Und tatsächlich gucken wir etwas genauer auf den Zeitpunkt, wo das Neujahr stattgefunden hat in London. Ich habe jetzt kein Bild gefunden mit öffentlichen, rechtlichen, mit einer Lizenz, das ich hätte hier verwenden können von 2017. Deswegen ist es eins von 2008. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Wir versetzen uns jetzt in die Lage zurück. Ja, es ist gerade der Jahreswechsel, es ist gerade 0 Uhr, alle feiern und vielleicht feiern doch nicht alle. Nämlich der Neujahrs- oder der Jahreswechsel für Maintainer sieht vielleicht anders aus, weil im Internet plötzlich nichts mehr ging. Und zwar genau zu diesem Jahreswechsel. Was ist da passiert? Ich lasse euch das mal kurz lesen. So, Cloudflare, das ist so ein Anbieter im Internet und der sorgt quasi dafür, dass wenn man so eine IP angibt, dass man auf den richtigen Server kommt und dass man die richtige Website angezeigt bekommt. Webseiten, die irgendwo Cloudflare benutzen, und das kann auch irgendwo im Hintergrund sein, ja, und typischerweise, wenn ihr so eine Webseite ladet, dann ist es nicht einfach von einem Server runterladen, sondern es ist von vielen Servern, die da kontaktiert werden. 1% von dieser Anfragen an Cloudflare sind fehlgeschlagen gegen 0 Uhr. Und das lag daran, dass eine Zahl, die eigentlich größer gleich 0 sein sollte, kleiner als 0 wurde. Warum wurde die jetzt kleiner als 0? Das gucken wir uns gleich ein bisschen genauer an. Erstmal die Zeitleiste für die Wartung, für die Softwarewartung. Ja, wir wollen ja heute über Wartung sprechen. Und da gab es offensichtlich einen Fehler mit der Software. Und der wurde innerhalb von 90 Minuten gepatcht. Das heißt, es wurde eine Lösung gefunden innerhalb von 90 Minuten, die dieses Problem behebt. Und das wurde dann innerhalb von ja, so 6 Stunden oder so oder knapp 7 Stunden wurde das ausgeliefert an alle Server oder auf alle Server, die diese Software haben und davon betroffen waren. Warum wissen wir davon? Wir wissen davon aus zwei Gründen. Das eine ist, da hat jemand quasi einen Blog-Eintrag und hat das alles berichtet. Den könnt ihr auch nachlesen, der ist hier oben immer verlinkt. Ja, ihr könnt, statt mir zuzuhören, könnt ihr auch parallel diesen Artikel lesen, wenn ihr das wollt. Da ist das auch alles drin beschrieben. Warum hören wir quasi von diesem Fall? Naja, das ist ein Fall, wo Cloudflare wahrscheinlich auch der Meinung ist, es ist ihnen gut gelungen. Weil von Fällen, von denen es einem nicht gut gelingt, würde man vielleicht nicht so ausführlich schreiben in einem Blog-Eintrag. Gut, das Ganze sehen wir auch in einer Grafik, und zwar gibt es ein Monitoring, ja, das heißt, die Server werden alle überwacht und da wurde quasi überwacht, wie viele dieser Anfragen nicht funktionieren. Und ein höherer Ausschlag in diesem Diagramm bedeutet quasi mehr dieser DNS-Anfragen, es waren quasi betroffen. Und jeder dieser Graphen, jede Farbe, entspricht quasi einem anderen Server. Und manche Server waren mehr betroffen als andere. Und wir sehen, dass der Server, der am meisten betroffen wurde, der wurde nach etwa 90 Minuten gepatcht und danach hat er ohne Probleme funktioniert.
Wir sehen auch in dem Diagramm, es wurden nicht gleichzeitig alle Server gepatcht, weil es wäre ja auch denkbar, dass quasi ich nicht nur diese 1% Anfragen, die nicht mehr funktionieren, kaputt mache, sondern auch alle anderen Anfragen kaputt mache. Dann wäre es ungünstig, wenn ich diesen Patch quasi rausgebe auf alle Server gleichzeitig. Das heißt, man hat das nach und nach gemacht und wir sehen hier, dass sozusagen auch die anderen betroffenen Server dann nach und nach gepatcht wurden. Hier relativ viele gleichzeitig dann irgendwie nach 6,5 oder 7 Stunden. Gut, und das ist schon relativ beeindruckend, ne? Dass innerhalb von 90 Minuten das tritt ein Problem auf und innerhalb von 90 Minuten ist das Problem behoben, gefunden, behoben, wurde neu programmiert und wurde schon neu ausgeliefert. Gut, Gordon Lack hat ein passendes Zitat, sometimes the problem is to discover what the problem is. Also hier geht es tatsächlich darum, wir müssen natürlich erstmal herausfinden, was ist eigentlich das Problem? Warum sind 1% der Anfragen fehlerhaft oder funktionieren nicht? Das heißt, wir müssen das Problem herausfinden, wir müssen debuggen, wir müssen den Code angucken, wir müssen gucken, woran liegt es. Oder Jessica Joy Kerr, in programming it's dangerous to work near your memory, working memory threshold, you get more mistakes and more complicated code. Jetzt kann jemand sagen, ah, ich bin so smart, ja, ich versuche immer den Code zu schreiben, den ich gerade so noch verstehen kann, aber dann wird es natürlich schwer fallen, auch vielleicht einer anderen Person oder selbst mir selbst innerhalb kürzester Zeit da einen Fehler drin zu finden. Ja, und ich finde das relativ bemerkenswert. Ihr habt euch die meisten machen das Praktikum parallel, ihr habt euch selbst Gedanken gemacht, wie kann man diesen Code aufräumen, wie kann man den quasi besser lesbar machen. Und da sind viele interessante Ideen dabei, wie man diesen Code irgendwie lesbarer macht, zum Beispiel mit Kommentaren. Gut, das ist die Lösung. Klar, wenn es in 90 Minuten behoben wird, dann kann es jetzt nicht sein, dass der Entwickler noch 200 Zeilen Code geschrieben hat, dann muss es irgendwie auch was Einfaches sein. Tatsächlich müsste an dieser Stelle kleiner gleich stehen, da stand aber ein gleich. Gut, und die Erklärung dazu ist die folgende, lasse ich euch wieder kurz lesen. Gut, also der Code war in Go geschrieben, aber die paar Statements da, das kann man auch so ganz gut nachvollziehen. Wir haben eine typische Annahme, dass Zeit quasi immer fortlaufend ist. Ne? Und wenn ich an irgendeine Stelle gucke und ich messe die Zeit, dann speichere ich mir die aktuelle Zeit ab, ich warte ein bisschen ab oder es passiert irgendeine Berechnung, ich nehme dann den Zeitpunkt und wenn ich dann die Differenz ausrechne, dann sollte da immer ein positiver Wert rauskommen. Hier kam aber ein negativer Wert raus. So, und das kann verschiedene Gründe haben. Und einer der Gründe ist, dass wir Schaltsekunden haben. Wer von euch weiß, was Schaltsekunden sind? Gut, das Problem daran ist tatsächlich so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, aber es könnte sein, dass es uns mal wieder betrifft. Wir sehen das auch gleich noch mal ein bisschen detaillierter. Was heißt das? Das heißt, wir fügen Sekunden zusätzlich ein. Theoretisch könnten wir auch welche wegnehmen, ist in der Vergangenheit noch nicht passiert. Wir fügen zusätzliche Sekunden ein an einen bestimmten Tag, typischerweise zum Jahreswechsel, deswegen hat uns das hier auch zum Jahreswechsel getroffen. Und die Idee ist, dass wir dann wieder dem Sonnensystem, der Erdrotation, wieder allem gerecht werden, dass das wieder synchron läuft und dass wir deswegen diese extra Sekunden dazugeben. Gut, jetzt haben wir hier so eine Übersicht, was passiert auf verschiedenen Betriebssystemen. Das hat mal ein Software Engineering Prof mitgetrackt, und zwar bei diesem letzten, Jahreswechsel 2017. Und wir sehen, die gehen durchaus unterschiedlich damit um. Ne? Hier gibt es ein Betriebssystem, das hat irgendwie zweimal die gleiche Uhrzeit. Hier gibt es ein Betriebssystem, das hat, da zählt es quasi alles immer weiter vor. Da wird einfach die Schaltsekunde gar nicht ausgeführt. Ja? Das ist einfach nicht mehr synchron dann mit der Weltzeit. Hier wird auch irgendwie 2x59 Sekunden geschrieben und hier wird 60 Sekunden geschrieben. Ne? Und das ist quasi auch diese Anzeige hier von Linux oder von dieser speziellen Linux-Version. Gut, es hängt also auch noch vom Betriebssystem ab. Ja, würde Cloudflares Software auf FreeBSD laufen, dann hätte es dieses Problem nicht gegeben oder zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt um 0 Uhr zum Jahreswechsel. Dann hätte es vielleicht später gegeben, wenn es eine Uhrensynchronisation gibt, wenn die Uhrzeit wieder nachjustiert wird, dann kommen wir vielleicht dann auf negative Zeiträume.
Und jetzt können wir uns angucken, wann ist das, wann passieren so diese Schaltsekunden. Und ihr könnt da gerne mal gucken, aber mein aktueller Stand ist auch, dass es seit 2017 keine Schaltsekunden mehr gab. Also könnt ihr euch jetzt beschweren, dass das Beispiel nicht so aktuell ist. Allerdings liegt das daran, dass es bisher auch keine Schaltsekunden wieder gab. Und es gibt viele Fälle. Wenn solche Schaltsekunden auftauchen, ist es nicht bloß ein Problem bei Cloudflare oder bei armen Anbietern, sondern viele haben damit dann Schwierigkeiten. Gut, tatsächlich gibt es viele Gründe und da gibt es so ein Gremium, die das entscheiden und ich stecke da nicht drin im Gremium, wonach die das entscheiden. Aber wenn in der Zukunft mal wieder eine Schaltsekunde angekündigt werden sollte, dann haben wir sehr wahrscheinlich viele Software-Systeme, die dann ein Problem haben, weil früher, seht ihr das so, da war das so alle paar Jahre mal oder teilweise direkt aufeinanderfolgenden Jahren mit dieser Schaltsekunde. Inzwischen war es schon eine Weile nicht mehr. Und wenn jetzt mal wieder eine Schaltsekunde kommt, dann wird man viele solche Stellen finden, wo eigentlich ein kleiner gleich stehen sollte, aber ein gleich gleich steht. Ja, Google hat das mit den Schaltsekunden bei sich meist so gelöst, dass sie einfach gesagt haben, wir machen nicht diese eine Schaltsekunde, sondern wir geben diese eine Schaltsekunde einfach zusätzlich, wir machen einfach jede Sekunde in dem Tag etwas länger. Das heißt, es gibt nicht einfach diese eine Sekunde oder wir setzen irgendwann die Zeit um eine Sekunde zurück, sondern es wird einfach auf jede Sekunde wird quasi ein bisschen was draufgerechnet, sodass man dann am letzten Tag des Jahres zum Beispiel eine Sekunde insgesamt mehr hat. Das nennt sich Smearing. Leap Second Smearing macht jetzt vielleicht bei Schalttagen nicht so viel Sinn. Allerdings sind diese Schalttage genauso ein Problem. Ja, da gibt es Fälle, dass einfach, wenn ihr Fleisch kauft, zum Beispiel um den 29.02. herum, würde ich ein bisschen aufpassen. Also so direkt in den Tagen danach vielleicht kein Fleisch kaufen oder weniger. Oder da gibt es nämlich Fälle, wo dann berichtet wurde, dass einfach der Schalttag nicht berücksichtigt wurde bei der Berechnung, wie viele Tage das Fleisch sich hält. Ne, da wird was aufgedruckt. Und wenn der Schalttag dabei nicht berücksichtigt wurde, dann liegt es einen Tag zu viel. Und das kann natürlich dann ungesund werden. Gut, ein Zitat von Carolina Zur. Lass euch das kurz lesen. Also für Softwareerwartung ist es ganz entscheidend, dass die Software leicht zu verstehen ist. Das heißt, wir müssen sie so schreiben, dass sie leicht verständlich ist. Und diese Stelle im Code hätte halt nicht gefunden werden können, wenn es total undurchsichtig ist, was da passiert. Ja? Das heißt, es musste ja jemand innerhalb von 90 Minuten im kompletten Code gucken, viele Stellen verstehen und verstehen, wo dieser Fehler entsteht. Und Softwareerwartung benötigt, dass wir gut lesbaren Code haben. Oder John F. Woods, etwas makaberer. Gut. Also sollten uns entsprechend Mühe geben beim Coden, dass wir nicht verfolgt werden. Gut, in dem Teil der Vorlesung wollte ich euch anhand von einem Beispiel mal nahelegen, wie Softwareerwartung in der Praxis aussieht. Das ist jetzt durchaus ein Beispiel, das ist, weiß ich auch, es ist auch ein bisschen Werbung für Cloudflare. Das heißt natürlich nicht, dass bei Cloudflare das jetzt immer so gut laufen muss. Aber das zeigt quasi, wie Softwareerwartung abläuft, dass wir den Zeitdruck auch haben. Es gibt einfach Online-Systeme, die müssen immer verfügbar sein und Sachen, die müssen eben schnell behoben werden. In dem Fall lag es jetzt tatsächlich an diesen negativen Intervallen von der Zeit und ja, das muss man eben berücksichtigen. Man muss eben auch wissen, dass es sowas gibt und solche Fälle gibt und deswegen ist das Beispiel vielleicht auch ganz interessant. Gut, ihr sollt jetzt mal selber wieder in Gruppen euch zusammenfinden und zwar solltet ihr kurz überlegen, wo wart ihr vielleicht mal von Softwareerwartung betroffen und im Idealfall auch überlegen, wie lang war diese Softwareerwartung. Ja, vielleicht war irgendwie ein Server nicht erreichbar, vielleicht habt ihr auch mitbekommen, da gab es irgendwie ein Problem und nach so und so vielen Stunden, Tagen, Monaten wurde das behoben. Und wenn ihr dann fertig seid, dann machen wir dann eine kurze Auswertung im Pingo, dass wir nicht alle eure Beispiele lernen wir dann kennen, aber zumindest, was ihr so für Beispiele diskutiert habt und wie lange da Softwareerwartung gedauert hat, weil diese 90 Minuten jetzt vielleicht nicht das typische Beispiel sind. Gut, gibt es dazu Fragen? Dann legen wir los.
Dann machen wir mal weiter. Also offensichtlich gab es auch Fälle, die noch schneller waren als diese 90 Minuten von Cloudflare oder je nachdem, wie man es sieht. Ne? 90 Minuten war das Problem gefunden, aber behoben war es erst nach 7 Stunden. Und offensichtlich gibt es auch längere Fälle. So das meiste ist jetzt hier irgendwie Beispiel, die ihr hattet, die irgendwie so vielleicht einen halben Tag oder einen Tag irgendwie dauern. Das kann manchmal auch einfach nur die Zeit sein, wo ein System offline ist, damit man Updates macht oder sowas. Ne? Das ist irgendwie so das Typische, da gibt es so eine Ankündigung davor, es wird irgendein System irgendwie mal für so und so lange abgeschaltet, damit man irgendwelche Updates installieren kann. Gut, gibt es dazu noch Fragen? Dann machen wir weiter mit der Vorlesung. Und zwar möchte ich euch jetzt erstmal so ein paar Begriffe nennen. Das sind Begriffe, mit denen ihr später irgendwie auch hantieren müsst, die auch erwartet werden von euch, wo auch jemand vielleicht mal irgendwie einen Begriff benutzt und dann müsst ihr irgendwie auch das zuordnen können und wissen können, was das bedeutet. Und das sind natürlich alle irgendwie Begriffe aus dieser Welt der Wartung, aus der Softwarewartung. Erstmal ist es so, warum eigentlich Softwarewartung, warum eigentlich Wartung von Software? Wir haben doch eigentlich keinen Verschleiß von Software, wir haben keine austauschbaren Teile, ist nicht so wie beim Auto, wo irgendwie ein Teil kaputt geht oder ein Bremsklotz ab und zu ausgetauscht werden muss. Sowas haben wir eigentlich nicht. Das heißt, meistens, wenn wir über Softwarewartung sprechen, dann geht es um Korrekturen. Ihr kriegt gleich wieder Zeit, über Beispiele zu reden. Meistens geht es um Korrekturen. Das heißt, es gibt irgendwas, was vorher noch nicht so gut lief, was dann verbessert wird mit den Änderungen oder mit der Softwarewartung. Da geht es um Modifikation. Das heißt, wir machen irgendwie eine Veränderung an der Software. Manchmal geht es aber auch um die Restrukturierung. Das heißt, intern passiert irgendwas anders. Der Code wird zum Beispiel auch aufgeräumt. Aber wir merken gar nichts als Endanwender davon. Da gibt es jetzt zwei Sachen, die irgendwie wichtig sind. Das eine ist, es gibt eine Wartungsphase, also es gibt Betrieb und Wartung in der Softwareentwicklung. Das gucken wir uns etwas detaillierter an. Und dann gibt es den Begriff der Wartung als allgemeinen Vorgang. Ich lasse euch das kurz lesen. Gut, also Wartungsphase ist irgendwie der Teil, wo wir während der Software oder es betrifft die Softwareentwicklung, aber es ist der Teil, wo das Softwareprodukt sich im Einsatz befindet, schon genutzt wird und wir dann vielleicht noch Veränderungen vornehmen. Ja, wir haben zum Beispiel auch andere Phasen, wo wir uns vielleicht überlegen, was soll mit der Software eigentlich umgesetzt werden, das Problem verstehen wollen. Wir haben auch die Phase, wo das System entwickelt wird. Wir hatten vor kurzem die Testvorlesung, wo wir eben vielleicht auch eine Testphase haben, wo wir explizit darauf bedacht sind, irgendwie Fehler zu finden. Und das ist jetzt die Phase, wo das betrieben wird, wo die Software genutzt wird. Ja, Cloudflare nutzt seine Software und Betrieb bedeutet da eben auch Monitoring, ja, weil die hätten das quasi, die mussten das überhaupt erstmal erkennen, dass es da ein Problem gibt. Das heißt, es gab ein Monitoring, ihr habt dieses Diagramm gesehen, wo wir sehen, dass irgendwie 1% der Anfragen nicht durchliefen. Gut, dann lasse ich euch Wartung noch lesen. Was ist das für ein Prozess? Gut, und tatsächlich, das ist aus IEEE-Standard, diese Definition, aber trotzdem sehen wir, die ist irgendwie so ein bisschen schwammig, die hat so eine lange Liste von Sachen, die da irgendwie passieren. Was auf jeden Fall feststeht, es ist immer nach dem Ausliefern, also Software, die schon im Einsatz befindlich ist, für die wir irgendwie Änderungen machen. Und dann können es eben verschiedene Gründe sein. Wir wollen irgendwie Fehler beheben, wir wollen die Performance vielleicht verbessern oder andere Eigenschaften von der Software oder sie eben an eine neue Umgebung anpassen. Und tatsächlich sehen wir das auch gleich, dass das alles Unterarten sind von Softwarewartung, die wir gleich noch einzeln betiteln. Also es gibt prinzipiell 4 Arten von Softwarewartung. Und zwar gibt es die adaptive Softwarewartung, Software Maintenance performed to make a computer program usable in a changed environment. Also die Idee ist, ich betreibe Softwarewartung, ich betreibe Änderungen an der Software, die schon im Einsatz ist, damit die Software auch weiterhin verwendet werden kann, zum Beispiel auf einem neuen Betriebssystem. Ja, ich habe eine Desktop-Anwendung
Und es gibt jetzt erste Nutzer, die dann irgendwie von einer auf eine neue Windows-Version gehen oder von einer Mac OS auf eine neue Version von Mac OS gehen. Damit es dann weiterhin funktioniert, müssen manchmal Anpassungen gemacht werden. Gut, wenn ich die dann mache, dann mache ich adaptive Wartung. Ich mache eine Wartung aus dem Zwecke, eine Software anzupassen an eine sich ändernde Umgebung. Gut, es gibt was anderes und das haben wir eben in dem Cloudflare-Beispiel gesehen, nämlich korrektive Wartung. Also ich habe einen Fehler drin in der Software, er stellt den Fehler fest irgendwann und ich behebe den und liefere die Software wieder neu aus, um den Fehler zu beheben. Wir haben das Beispiel mit diesem Windows-Taschenrechner, der irgendwie falsche Werte oder falsche Formeln uns zumindest irgendwie anzeigt. Und da haben wir ja auch gesehen, wir hatten vor ein paar Vorlesungen, hatte ich die hier rumgefragt und werden sogar sehen, da gibt es teilweise schon diesen Update. Ja? Das Update, was das Problem schon löst. Was heißt schon? Ja, in dem Fall waren es 5 Jahre oder so, ja? Weil seit 2019 ist es mir zumindest bekannt, dass es dieses Problem gab. Also, Corrective Maintenance, also korrektive Wartung, ist die Idee, ich habe ein Problem mit der Software, ich möchte das verbessern und ich ändere sie eben daraufhin. Gut, jetzt gibt es noch 2 andere Arten. Und die Idee ist eigentlich, dass ihr gleich selbst in die Lage versetzt werdet, die alle 4 zu unterscheiden. Das ist gar nicht so einfach immer, deswegen lohnt es da auch weiterhin zuzuhören. Perfective Maintenance, da ist die Idee, wir wollen die Eigenschaften der Software weiter verbessern. Das ist aber nicht unbedingt, dass es einen konkreten Fehler gibt, sondern wir wollen die Software maßgeblich verbessern. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass wir so einen Texteditor haben. Und im Texteditor habe ich ein Problem, wenn ich sehr große Dateien öffne. Ja, und jetzt könnte man sagen, so ein Texteditor, da kann er sowieso bloß 20 Zeilen anzeigen. Dann sollte er mir doch einfach die ersten 20 Zeilen anzeigen. Und wenn ich mehr nicht sehen kann, ist es ja kein Problem. Ne? Wenn ich scrolle und der braucht wieder ein bisschen, dann konnte ich aber die Datei schon mal öffnen. Ja, es gibt vielleicht Editoren, die erstmal alles in den Speicher laden, dann noch irgendwas damit machen und es dann erst irgendwie anzeigen und dann brauchen die vielleicht lang. Und da kann ich natürlich drüber nachdenken, dass ich das anders implementiere. Einfach damit es schneller läuft, das heißt die Performance verbessern. Es gibt aber auch andere Eigenschaften, wie zum Beispiel die Wartbarkeit verbessern. Und dafür habe ich sogar schon vorher mal Beispiele genannt. Es ist häufig so, dass wir unter Zeitdruck Software entwickeln müssen. Dann ist irgendwann der Punkt, wo eurem Team gesagt wird, in einer Woche muss diese Software fertig sein, dann müsst ihr die ausliefern. Das heißt, da geht es nur noch darum, dass das am Ende dieser Woche quasi einfach funktioniert. Und dann muss man sich aber auch danach wieder die Zeit nehmen, den Code aufzuräumen, zu gucken, kann man die Sachen irgendwie noch besser schreiben oder die Codequalität wieder verbessern. Das heißt, und das meinen wir unter dieser Wartbarkeit, ja, den Code wieder so zu verbessern, dass man die Lage versetzt wird, den wieder leicht zu verstehen. Gut, und dann gibt es noch Preventive Maintenance und da haben wir eben auch ein Beispiel für gesehen, nämlich zum Beispiel mit diesen Schaltsekunden oder eben Schalttagen. Ein anderes Beispiel ist noch das Jahr 2000-Problem. In dem Zuge gibt es auch, ist euch bewusst, warum es kein Windows 9 gibt? Also es gab Windows 8 und es gibt Windows 8.1 und dann gab es Windows 10. Weiß das jemand, warum es kein Windows 9 gibt? Es gab von Microsoft die Befürchtung, basierend auf Code, den sie auch kannten, dass wenn sie jetzt ein neues Windows rausbringen mit einer neuen vorne, dass einfach an verschiedenen Stellen in dem Programm die Programme nachgucken, welche Windows-Version da drin ist und dass einfach die Versionen Windows 95 und Windows 98 einfach dadurch erkannt werden, dass geguckt wird, ob vorne eine 9 steht. So. Und um diesen Fehler quasi von vornherein zu vermeiden, hat man sich einfach entschieden, wir lassen die 9 einfach aus, dann kann das Problem nicht auftreten. Gut, könnt ihr nachlesen, wer es mir nicht glaubt, klingt erstmal skurril, ist aber so. Ein anderes Problem, das Jahr 2000-Problem, die meisten von euch haben das nicht erlebt. Und zwar war da quasi, hatte man das Bewusstsein 1999, dass quasi mit dem Jahreswechsel es dazu kommen kann, dass viele Softwaresysteme nicht mehr funktionieren. Warum? Weil viele Softwaresysteme für die Jahreszahl einfach 2 Ziffern benutzt haben.
Und wenn man jetzt den Jahreswechsel hat, dann springt das auf Null um und dann sagen die plötzlich, zum Beispiel in einer Berechnung, wie alt jemand ist, sagen die dann vielleicht, die Person ist minus so und so viele Jahre alt. So. Und damit solche Sachen nicht auftreten, hat man damals im Jahr 1999 das komplette Jahr über eigentlich alle möglichen Software-Systeme angeguckt und hat geguckt, können die eigentlich mit diesem Jahreswechsel umgehen. Man hat Simulationen gemacht, man hat quasi die Uhr einfach mal vorgestellt und geguckt, ob die Systeme noch funktionieren. Und interessanterweise ist dadurch der große Super-GAU ausgeblieben. Also die Software, der Großteil der Software hat einfach weiter funktioniert. Das lag aber daran, dass man vorher Zeit reingesteckt hat, Fehler vorher schon zu finden. Und das meinen wir unter Preventive Maintenance. Das heißt, wenn wir uns vorher den Code angucken und gucken, was würde denn passieren, wenn die nächste Schaltsekunde ist? Was würde passieren, wenn wir so einen Wechsel bei einer Jahreszahl haben? Was würde passieren bei einem Schalttag? Dass man solche Sachen eben vorher, die Probleme schon versucht quasi zu identifizieren, zu beheben, bevor sie tatsächlich ein Problem machen. Gut, es gibt immer Änderungen von Software, wo man denkt, das kann eigentlich nur jeden irgendwie jedem nur Gutes tun, aber tatsächlich jede Änderung kann auch wieder irgendwo was kaputt machen an anderer Stelle. Und wir haben da schon ein bisschen drüber gesprochen, und zwar unter dem Decknamen Evolution. Und jetzt ist noch so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich mit dieser Evolution von Software und was ist Wartung und wie kann man die auseinanderklamüsern? Ja, wir hatten eine komplette Vorlesung dazu und ich möchte jetzt noch mal so ein bisschen sagen, was sind da Unterschiede? Das ist nicht immer so klar zu trennen zwischen den beiden Sachen. Da gibt es durchaus Fälle, wo man sagen muss, das ist jetzt entweder Evolution oder Wartung. Aber damit ihr das Sprachgefühl habt und sagen könnt, wir wollen jetzt Evolution oder wir wollen Wartung machen, müsst ihr das eben auseinanderkriegen, was das jeweils bedeutet. Evolution ist zum Beispiel neue oder entfernte Funktionalität. Wenn ich mich entscheide, gewisse Funktionalität in meiner Software nicht mehr anzubieten, wenn zum Beispiel Microsoft Word sagt, Kettenbriefe, also Serienbriefe heißt das nicht, Kettenbriefe, Serienbriefe, möchte ich nicht mehr erlauben, das nutzen zu wenig Nutzer und das macht so viele Probleme, dann ist das ein Evolutionsschritt. Dann ist das ein Schritt, wo ich die Funktionalität geplant verändere, zum Beispiel entferne. Das deutlich Typischere ist halt, dass wir einfach immer mehr hinzunehmen, dass es immer mehr Features gibt, dass ich in Linux wieder eine neue Architektur von CPUs unterstütze und dann kommt die eben noch hinzu und wird dann auch unterstützt. Das sind typischerweise größere Änderungen. Es ist auch so, dass man durchaus länger daran entwickelt und nicht bloß 90 Minuten wie eben bei Cloudflare bei dem Beispiel. Es sind oftmals vorausgesehene Änderungen. Ja, das heißt, wir haben eine gewisse Planung, wir haben vielleicht einen Issue-Tracker, in dem sind irgendwie 1000 Issues offen und wir überlegen uns, was machen wir jetzt eigentlich in den nächsten 2 Wochen? Ja, und dann suchen wir uns irgendwie 10 von den Issues raus. Das heißt, insofern ist es geplant. Wohingegen, das, was wir eben gesehen haben mit Cloudflare, das war nicht geplant, dass die um 0 Uhr da sitzen und die Sachen da beheben. Tatsächlich, ich habe diesen Fun-Fact vorhin übersprungen. Der Fun Fact war übrigens, dass Cloudflare, dass die in San Francisco sitzen, was UTC plus 8 ist. Das heißt, die mussten das nicht um 0 Uhr machen und die haben das Problem innerhalb von 7 Stunden behoben und konnten dann ihr Silvester quasi normal feiern, ja, und mussten dann nicht mehr arbeiten. Gut, also oftmals vorausgesehene Änderungen, nicht wie eben in diesem Beispiel mit Cloudflare. Was wir dann häufig haben, sind sowas wie Upgrades oder vielleicht sogar eine Kumulation von mehreren solchen Sachen, Service Packs oder eben kumulative Updates, wo eben verschiedene kleine Updates zusammengepackt werden und dann als ein Update ausgespielt werden. Wir sehen das oft bei den Versionsnummern. Das kommt immer ein bisschen darauf an, auf die Software, welches Schema die anwenden, um Versionsnummern zu vergeben. Aber insbesondere ein Minor Release, das heißt, die letzte Ziffer wurde erhöht. Muss ich kurz mal gucken, ist was schiefgegangen eventuell.
Ja, das ist ein Denkfehler. Minor Release, das heißt, es gibt irgendwie Funktionalität, aber die macht jetzt wahrscheinlich nichts kaputt. Also wenn ich bloß was hinzufüge und alle anderen können wie gewohnt weiterarbeiten, dann würde ich quasi hier die Versionsnummer in der Mitte erhöhen. Wichtig, das sind wir auch oft falsch in Klausuren, natürlich landet hier hinten dann eine Null. Ja? Ich würde dann quasi den letzten Counter quasi auf Null zurücksetzen. Major Release, das wäre jetzt was, wenn ich was entferne. Ja? Also Microsoft Word entscheidet sich, diese Serienbriefe nicht mehr zu erlauben, dann ist es ungünstig, das in so ein Minor Release zu packen, wo die Entwickler, wo die Nutzer vielleicht denken, das können sie auch weiter nutzen. Das heißt, das wäre dann ein Major Release, wo man sowas nur macht. Gut, und dahingegen gibt es Patch Releases. Da ist es eben üblich, nur die letzte Ziffer zu erhöhen, um anzudeuten, das ist eine ganz kleine Änderung. Das ist auch eigentlich nichts, weswegen jemand die Software nicht mehr benutzen kann. Ja, mit diesem XKCD zu diesem Spacebar Heating, das ist vielleicht ein sehr ausgefallenes Beispiel. Typischerweise können das alle weiterhin verwenden, nur es ist eben stabiler, es enthält zum Beispiel nicht diesen Fehler bei den Schaltsekunden. Es sind typischerweise Korrekturen, es sind meist kleinere Änderungen, die passieren. Ja, wir haben das eben gesehen im Beispiel bei Cloudflare, wo es ein Zeichen, was geändert wurde. Es sind unvorhergesehene Änderungen. Ja, man kann zwar generell vorhersehen, dass es mal Fehler mit Schaltsekunden gibt, aber das konkrete Problem war eben nicht bekannt. Und das sind eben dann Patches oder Hotfixes, die da rausfallen. So, und jetzt gibt es natürlich in der Praxis, wenn ihr euch irgendeine Änderung anguckt, ist es nicht immer so leicht zu trennen dazwischen. Ja, aber allein mit diesen Kriterien, ist es eigentlich geplant, ist es nicht geplant, wie groß sind diese Änderungen, die ich da mache, und dann auch, was mache ich mit diesen Versionsnummern, ist ein guter Indikator dafür, ob es Evolution oder Erwartung ist. Gut, und jetzt gibt es noch einen anderen Blick auf die Aufgaben, die wir bei der Wartung haben. Da gibt es eine ganze Reihe von Begriffen, die häufig durcheinander gehen, auch in der Literatur. Und deswegen wollen wir uns hier einigen auf gewisse Begriffe. Und zwar sind das Begriffe des Re-Engineerings. Und zwar fangen wir mal an mit dem Forward Engineering. Lasst ihr euch erstmal lesen. Also sind hier unten. So, Forward Engineering ist die typische Entwicklung und ihr lernt die in der zweiten Semesterhälfte, gucken wir uns die noch ein bisschen detaillierter an, wie man von Anforderungen, also ich spreche mit dem Kunden, was der eigentlich für ein Problem hat und wie wir das Problem lösen können, bis hin zur Implementierung, da gibt es noch ein paar Schritte dazwischen, wo ich vielleicht entscheide, möchte ich eine kleine Serverarchitektur machen, ja, nein. Wird alles in Java implementiert oder mache ich vielleicht in mehreren Programmiersprachen was? Wie organisiere ich meine Teams? Da gibt es relativ viele Entscheidungen auf dem Weg bis zum fertigen Softwareprodukt. Und wenn ich allerdings von den Anforderungen, ich will das Problem bei dem Kunden lösen oder der Kunde braucht jetzt hier einen neuen Button, um den Taschenrechner zurückzusetzen, bis zur Implementierung, dann ist das eigentlich Forward Engineering. Jetzt gibt es das Gegenstück dazu, das nennt sich Reverse Engineering. Ich lasse euch das wieder kurz lesen. Ja, Reverse Engineering startet nicht mit Anforderungen oder mit einer Überlegung, wie man das System irgendwie strukturieren kann, sondern startet mit dem eigentlichen Code. Wir haben den Code vorliegen und wir wollen jetzt irgendeine Frage beantworten. Wir wollen zum Beispiel wissen, welche Features sind dann eigentlich schon implementiert. Ja, oder wir sagen euch bei dem Praktikum, implementiert noch neue Operationen, dann könnt ihr euch vielleicht angucken, welche Operationen sind eigentlich schon implementiert. Und wenn ihr das aus dem Code herausfindet, dann nennt sich das Reverse Engineering. Wenn ihr quasi Informationen herauszieht aus dem Code, zum Beispiel herausfinden, welche Features sind eigentlich schon implementiert, welche Klassen gibt es in diesem Calculator, was ist deren Zweck. Idealerweise steht das schon irgendwo in einem Kommentar, aber wir haben euch ja teilweise auch gebeten, jetzt noch Kommentare dran zu schreiben. Ja, wenn ihr jetzt Kommentare dran schreibt, dann ist das eben Reverse Engineering. Jetzt gibt es noch zwei Begriffe, die auch noch mit RE anfangen. Das ist ein bisschen schwierig, aber wir kriegen die auseinander. Restructuring und Re-Engineering. Gucken wir uns erst Restructuring an. Gut, was ist dieses Restructuring? Restructuring sagt irgendwie, auf der gleichen Ebene machen wir Veränderungen.
Jetzt können wir uns vorstellen, wir haben so ein Anforderungsdokument. Das ist ein langes, das ist ein großer Aktenordner, in dem steht textuell drin, was die Software nachher können soll. Ne? Vielleicht ein Vertragsdokument, da steht drin, ich entwickle das oder dieses Team wird das nach einem Jahr liefern. Das kostet so und so viel, kostet 2 Millionen und muss diese Anforderungen hier erfüllen, damit diese 2 Millionen gezahlt werden. So, dann ist das ein Anforderungsdokument. Davon kann ich über Forward Engineering zum Programm gehen. Manchmal muss ich in dem Programm erkennen, habe ich diese Anforderung schon umgesetzt, dann gehe ich wieder zurück, dann ist das Reverse Engineering. Und wenn ich auf der gleichen Ebene bleibe, wenn ich ein Programm hernehme und ich verändere das, sodass es besser strukturiert ist, dann ist es Restructuring. Wir haben das auch unter dem Begriff Refactoring erklärt. Das ist relativ synonym, diese beiden Begriffe können wir synonym benutzen. Wo ihr kennengelernt habt, zum Beispiel das Rename Refactoring. Ja, das heißt, ich kann eine Klasse, eine Methode, ein Feld umbenennen. Das Programm wird nachher das Gleiche tun, aber das ist vielleicht anders strukturiert. Ich kann, und das betrifft jetzt quasi bloß den Namen, aber wir hatten ja auch Restrukturieren kennengelernt, sowas wie das Extract Method Refactoring. Das heißt, ich ziehe bestimmte Statements raus, erzeuge dafür einen neuen Methodenaufruf und habe das dann anders strukturiert, vielleicht besser lesbar gemacht. Gut, jetzt gibt es noch Re-Engineering, um die Folie zu vervollständigen. Lasst ihr euch das wieder kurz lesen. Ja, und Re-Engineering ist irgendeine Kombination aus Reverse Engineering, Refactoring und Forward Engineering. Oftmals ist es so, wenn ihr jetzt eine kleine Operation macht, zum Beispiel so eine Umbenennung macht in dem Code, dann lässt sich das klar zuordnen. Wenn wir allerdings ein größeres Entwicklungsprojekt haben, wo ich zum Beispiel sage, es gibt eine Anwendung, die gibt es in COBOL, aber für COBOL haben wir keine Entwickler mehr, wir wollen jetzt dieses COBOL-Programm, dass es das komplett in Java gibt, dann nennen wir das Re-Engineering. Dann würden wir quasi erstmal herausfinden mit Reverse Engineering, was macht eigentlich dieses Programm, was sind da für Features implementiert. Dann würden wir es nach und nach diese Features implementieren in der von mir aus Java-Anwendung. Dann machen wir da Forward Engineering, in dem Prozess benennen wir vielleicht was um und dann haben wir Refactoring auch noch drin. Das heißt, das ist so eine typische Re-Engineering-Aufgabe. Wenn ich ein System, was es für ein Betriebssystem zum Beispiel gab oder für eine Programmiersprache, auf eine andere hiefe. Gut, nichts ist so beständig wie das Provisorium, das gibt es im Englischen auch und wird Kyle Simpson zugesprochen. Das ist natürlich schwierig, wenn wir Dinge irgendwie in der Implementierung machen, um die jetzt schnell mal zu lösen, damit das Programm jetzt funktioniert, zum Beispiel kurz vor einer Auslieferung von der Software, dann kann es durchaus sein, dass uns das später auf die Füße fällt bei Wartungsaufgaben. Und deswegen muss man sich eben bewusst machen, dass wenn man unter Zeitdruck arbeitet, dass man auch wieder Zeit braucht, den Code entsprechend aufzuräumen. Deswegen muss man eben auch Zeit einplanen für solche Re-Engineering-Aufgaben. Gut, oder Deleted Code ist Debug Code. Da hatten wir schon ähnliche Zitate in der Richtung. Code, der nicht da ist, müssen wir nicht warten. Das heißt, das Beste, was wir uns überlegen können, ist zum Beispiel im Automobilbereich einfach weniger Software zu haben oder weniger Softwarekomponenten. Da müssen wir die nämlich nicht alle warten. Gut, bei dieser Einführung zur Softwarewartung haben wir uns verschiedene Phasen angeguckt oder generell diese Phase der Softwarewartung. Was ist das eigentlich? Verschiedene Arten, Adaptive, Corrective, Perfective, Preventive. Was ist eigentlich wegen Wartung und Evolution zusammen und eben Re-Engineering, was typischerweise eine Kombination ist aus Reverse, Forward Engineering und Refactoring oder Restructuring. Ihr sollt jetzt eine Technik anwenden, die nennt sich SyncPair. Das ist die Idee, die besteht aus zwei Phasen. Die erste Phase ist, ihr denkt nach. Ihr sollt euch quasi eine dieser Phasen hernehmen, also Adaptive, Corrective, Perfective oder Preventive. Sollt euch für die ein Beispiel überlegen. Und da nehmen wir uns ruhig einen Moment, dass ihr darüber nachdenkt, dass jeder ein Beispiel hat. Und dann stellt er die in der Gruppe vor, aber sagt nicht dazu, was für eine Art das ist. Ja, und die anderen sollen das erkennen. Und wenn ihr euch da nicht einig seid, dann kann man das eben gut diskutieren, dann kann man überlegen, war vielleicht das Beispiel falsch für diese Klasse oder sind es vielleicht sogar mehrere Klassen, manchmal lässt es sich nicht ganz eindeutig zuordnen. Gut, gibt es dazu Fragen? Dann würden wir jetzt kurz starten mit so 1 bis 2 Minuten Stille. Ich gebe dann Bescheid, wenn wir in die zweite Phase übergeben. Ja, die Idee bei dieser Technik ist, dass jeder in der Gruppe, es gibt manche, die sind ein bisschen langsamer dabei, andere ein bisschen schneller, dass jeder in der Lage ist, sich ein Beispiel zu überlegen.
So, dann gehen wir jetzt zu der zweiten Phase über. Ab jetzt könnt ihr dann sprechen in eurer Gruppe über die Beispiele. So, welche Gruppe braucht noch Zeit? Gut, dann scheint es so, als könnt ihr eure Beispiele diskutieren. Das ist durchaus nicht immer ganz einfach, das irgendwie einer dieser Klassen zuzuordnen. Ich springe noch mal kurz zurück. Ne, das hier waren unsere Klassen. Manchmal geht es natürlich um Korrekturen, wenn ich irgendwas verbessere. Deswegen, das ist nicht immer so ganz eindeutig, aber es gibt halt ein paar Sachen, die wiederum dann eindeutig zuordnenbar sind. Insofern ist es wichtig, da mal über ein paar Beispiele nachzudenken, auch mal über eigene Beispiele, damit ihr das nachvollziehen könnt. Wir haben auch nachher am Ende der Vorlesung noch mal ein paar Beispiele für euch. Gut, im letzten Teil der Vorlesung wollen wir zumindest kurz über Altsysteme sprechen. Was sind Altsysteme? Was ist Migration? Den Begriff gibt es hier auch in der Softwaretechnik. Was meinen wir damit? Legacy Software, Englisch oder eben zu Deutsch Altsysteme. A large software system that we don't know how to cope with, but that is vital to our organization. Ich fand, der Punkt oder dieser Satz hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Das sind irgendwie Software-Systeme, die irgendwie schon groß haben, die haben eine gewisse Größe. Es ist nicht einfach, mit denen umzugehen. Wir brauchen die irgendwie, ja, die braucht vielleicht eine Organisation, braucht die, um irgendwie ihre Mitarbeiter zu verwalten und die arbeitet eben damit oder eine Bank hat eben Software, was die Transaktionen, die einzelnen Banktransaktionen ausführt, dann ist das Software, die meist relativ wichtig ist für ein Unternehmen, dass die gut funktioniert. Jetzt kann man sagen, es ist vielleicht nicht ganz so wichtig. Für mich persönlich wichtig war das Winamp. Ich hatte mal einen Windows-Rechner, habe ich jetzt nicht mehr. Da habe ich Windows 10 drauf gehabt und mit dem Windows 10 hatte ich einen Rechner, der ein 4K-Display hat. Jetzt kann man sich fragen, 4K-Display bei 14 Zoll macht auch nicht viel Sinn. Das sah dann so aus, ja, also der Bildschirm war etwa ähnlich groß wie der hier vorne steht oder die meisten, die ihr so vor euch habt. Und auf dem Display habe ich dann so klein quasi die Anwendung gesehen, wo man eigentlich nichts mehr vernünftig lesen kann. Woran lag das? Naja, diese Software war halt in die Jahre gekommen. Ja, Winamp hatte zu dem Zeitpunkt, als ich den Screenshot aufgenommen hatte, 10 Jahre keine Updates mehr bekommen. Das heißt, es hat einfach 10 Jahre unverändert funktioniert. Aber da sehen wir halt auch wieder, dass Software mit der Zeit irgendwie schlechter wird, dass Software mit der Zeit irgendwie Wartung braucht, zum Beispiel adaptive Wartung hier in dem Fall, wäre nötig gewesen, damit diese Software wieder gut nutzbar ist, nämlich muss die mit den DPI umgehen. Ja, irgendwann hat Windows angefangen, die Dots per Inch, dass man die irgendwie einstellen kann, dass die Applikationen da irgendwie drauf reagieren müssen, dass die quasi zum Beispiel die Schriftgröße der Applikation dann entsprechend skalieren, damit man eben die Schrift noch lesen kann. Das konnte diese Applikation nicht, diese alte Applikation, und ist deswegen quasi dann nicht mehr benutzbar. Gut, während das jetzt sozusagen, das ist jetzt eher so ein persönliches Beispiel, was ich mal erlebt habe zu Software, die ich quasi längere Zeit benutzt habe und dann nicht mehr benutzen konnte, gibt es tatsächlich Definitionen für Altsysteme oder so einen Kriterienkatalog, den man durchgehen kann. Eine typische Eigenschaft von Altsystemen ist, dass sie größer als 100.000 Zeilen Code sind. Wir reden also nicht von einer kleinen Anwendung wie dem Taschenrechner, den man mal schnell neu programmieren kann, sondern wir reden von großen Systemen, die man eben nicht schnell neu programmieren kann. Typischerweise haben sie ein gewisses Alter, oft mehr als 10 Jahre alt. Wenn wir von der COBOL-Software sprechen, die irgendwie die Banken noch einsetzen, dann ist das Software, die vielleicht 30, 40 oder noch mehr Jahre auf dem Buckel hat. Teilweise sind die Originalentwickler oder Architekten nicht mehr verfügbar. Ja, die COBOL-Entwickler, die das vor 40 Jahren programmiert haben, die sind vielleicht jetzt in Rente. Ne? Dann sind die eben nicht mehr greifbar und die können eben diesen Code nicht mehr weiterentwickeln. Insbesondere vielleicht auch nicht nur die Entwickler, sondern auch die Architekten, die irgendwie die ganzen Entwurfsentscheidungen, die so über die Jahre gefällt wurden, dass die alle nicht mehr bewusst sind. Dann haben wir vielleicht Programmiersprachen, die nicht mehr aktuell sind, die aktuell nicht mehr eingesetzt werden. Ja, ich hatte in der Vorlesung zur Implementierung, hatten wir uns mal so die Popularität von Programmiersprachen über die Zeit angeguckt und da gibt es durchaus Sprachen, die einfach jetzt nicht mehr so populär sind oder wo es keine Werkzeuge mehr für gibt. Da gibt es durchaus Beispiele von
von Programmiersprachen, die durchaus so über 5 Jahre im Einsatz waren, aber relativ schnell danach, schon 5 Jahre später, gab es dann schon keine aktuelle Werkzeugunterstützung mehr. Gut, Business Critical, was bedeutet das? Das ist quasi kritisch für das Geschäft. Also es gibt, irgendwie finanziert sich ja eine Firma und damit das Geld quasi weiterhin reinkommt, Cloudflare finanziert sich zum Beispiel über diese Anfragen, über diese DNS-Anfragen unter anderem. Und wenn jetzt regelmäßig diese Anfragen nicht funktionieren, dann werden bestimmte Verträge nicht erfüllt damit und dann kommt gewisses Geld nicht mehr rein. Das ist natürlich dann kritisch. Es gibt vielleicht Dokumentation, die nicht mehr auf dem aktuellen Stand ist. Das kann zum Beispiel auch sein, dass wir irgendwie diese COBOL-Systeme wurden irgendwie vor 40 Jahren in den Banken entwickelt und dann gibt es die Dokumentation auf Deutsch. Heute würde man das nicht mehr auf Deutsch dokumentieren, den Quelltext, aber ist vielleicht damals so passiert. Dann ist es aber schwieriger, irgendwie neue Entwickler, die man hat, daran zu setzen, wenn die vielleicht kein Deutsch sprechen. Es gibt vielleicht fehlende Dokumentation, dass bestimmte Sachen gar nicht dokumentiert sind. Es gibt vielleicht die Hardware gar nicht mehr. Ne? Also irgendwann sterben kleinere Bildschirmauflösungen aus und Ähnliches, auf dem ich quasi bestimmte Sachen vielleicht noch nutzen könnte oder bestimmte Software gibt es vielleicht auch gar nicht mehr, weil Windows sich entscheidet, dass es keine Software-Updates mehr gibt, auch keine Sicherheits-Updates mehr gibt für ein Windows 7 zum Beispiel oder ein Windows Vista, dann können wir das eben gar nicht mehr nutzen. Gut, jetzt sind wir in der Wartungsvorlesung. Diese Altsysteme zeichnen sich oft dadurch aus, dass sie viele Zyklen von Wartung hinter sich haben und das sind dann oft viele Iterationen von eben korrektiver Wartung oder adaptiver Wartung, das heißt, es wurde immer wieder angepasst, damit es wieder funktioniert, damit es wieder auf dem neuen Betriebssystem funktioniert, damit wieder Fehler behoben werden. Und was eigentlich das Problem ist von diesen Altsystemen, ist, dass wir hohe Wartungskosten haben. Also wann immer es da drin Sachen gibt, die wir noch ändern müssen oder wenn wir adaptive Wartung machen müssen, dass das hohe Kosten gibt. Im Beispiel von WinAmp hat man dann, glaube ich, irgendwann überlegt, das eher neu zu implementieren, statt das weiterzuentwickeln. Einfach weil die Wartungskosten so hoch sind, die Kosten wären viel zu hoch, das jetzt quasi zu aktualisieren, damit es eben mit diesen hohen Auflösungen umgehen kann. Gut, eine Möglichkeit, mit der Software umzugehen, mit diesen Altsystemen, ist manchmal, ihnen eine alte Hardware vorzugaukeln. Wenn die eine bestimmte alte Hardware brauchen, eine bestimmte Prozessorarchitektur, dann gaukeln wir ihnen die vor und emulieren die. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist, dass wir irgendwie Sachen drumherum bauen. Ja, es gibt immer verschiedene Probleme, die wir vielleicht mit der Altsoftware haben. Natürlich gibt es die Möglichkeit, Software zu ersetzen und neu zu schreiben, aber in der Praxis ist das nicht immer so einfach möglich. Es gibt quasi verschiedene Strategien. Ein Beispiel, wo es nicht so einfach ist, das irgendwie weiter zu nutzen oder irgendwas zu emulieren, ist der Flash Player von Adobe. Wer kennt den noch? Okay, sind noch ein paar. Den gibt es jetzt schon eine Weile nicht mehr, nämlich seit 2020. Wurde auf vielen Webseiten benutzt. Da auf vielen Webseiten gab es irgendwie Flash-Skripte, mit denen dann irgendwas umgesetzt wurde, zum Beispiel irgendwelche Browserspiele. Andere Sachen sind in jedem PDF, was ich mit dem PDF-Viewer aufmache, konnte man auch Skripte, auch eben diese Skriptsprache benutzen, Flash, um halt ein Video in einem PDF abzuspielen, um da Musik abzuspielen oder Ähnliches. Das heißt, es wurde an vielen Stellen verwendet und die haben sich allerdings irgendwann entschieden, das nicht mehr weiter zu betreiben. Ja, es gab viele bekannte Sicherheitslücken von dem Flash, wo es quasi zu Schwierigkeiten kam dadurch. Und da hat man sich eben entschieden, das nicht weiter zu warten, also keine neuen Versionen von dem Flash-Player rauszugeben und insbesondere dann mit einer gewissen Schonfrist. Ich glaube, es gab dann, das wurde bekannt gemacht irgendwie Mitte des Jahres, sodass man quasi ein halbes Jahr Vorlauf hatte, um sich darauf einzustellen. Und dann im Januar beginnt es tatsächlich, dass quasi auch bei den existierenden Flash-Playern, die man so hatte, die dann angefangen haben, den Inhalt nicht mehr abzuspielen.
Gut, das heißt, man muss da irgendwie all die Systeme umentwickeln und neu implementieren und in manchen Fällen heißt das eben auch, dass manche Sachen nicht mehr funktionieren. Ich habe damals mal in dem Fuchstreff gespielt, das ist eine Möglichkeit, wo man Doppelkopf spielen kann und in dem konnte man dann nicht mehr spielen. Da gab es halt eine traurige Meldung, unsere Plattform gibt es nicht mehr, weil entweder der Aufwand war zu hoch oder die Personen, die das damals mal vielleicht während ihrem Studium entwickelt haben, hatten dann Kinder und keine Zeit mehr oder ähnliches, konnten das eben jetzt nicht von heute auf morgen quasi wieder neu implementieren. Gut, da hängen also durchaus Sachen dran mit solchen Entscheidungen, gerade Software, die andere Software ermöglicht. Ja, also in dem Fall Middleware oder auch Betriebssysteme ist durchaus eine große Entscheidung, wenn sowas nicht mehr gibt. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir um mit solchen Altsystemen? Wir haben jetzt Fälle gesehen, wo Altsysteme einfach eingestampft werden, wo man einfach sagt, das gibt es nicht mehr, wie im Falle von Flash oder andere Systeme, die es vielleicht trotzdem noch weitergeben soll. Dann ist natürlich die Frage, wie kann ich die dann weiternehmen? Was ist jetzt diese Software-Migration oder eben kurz nur Migration, wenn wir im Rahmen der Vorlesung davon reden? Es gibt Datenmigration und Hardware-Migration. Datenmigration, ihr habt eine Datenbank, und dann habt ihr euch überlegt, ihr setzt eine andere Datenbank ein. Es gab irgendwann einen Trend von SQL-Datenbanken, wo man so eine Anfragesprache Anfragen schreiben kann. Dann gab es NoSQL-Datenbanken und dann kann man auf die Idee kommen, ich transferiere alle Daten auf diese neue Datenbank. Das ist so einer der Fälle, warum Software vielleicht mal offline ist, weil eine solche Datenmigration stattfindet. Tatsächlich kann es auch Hardware-Migration geben, nämlich wenn in einem Serverraum bestimmte Server ausgetauscht werden. Das können mal einzelne Server sein, aber vielleicht auch die komplette Server-Hardware ausgetauscht wird. Und mit der Software-Migration meinen wir eben, wenn solche Altsysteme, wenn da die Software ausgetauscht wird oder in irgendeiner Form erneuert wird. Und da reden wir gleich über verschiedene Strategien. Typischerweise haben wir die Anforderung an die Software, dass sie weiterhin abwärtskompatibel ist. Ich möchte weiterhin mit einer neuen Version von dem Word, möchte ich vielleicht auch die alten Dokumente öffnen. Das heißt, sie sollen auch weiterhin gewissermaßen funktionieren oder mit dem Rest der Welt zusammen funktionieren. Das heißt, die neue Software muss gewisse funktionale und nicht funktionale Anforderungen, da kommen wir später noch mal ein bisschen detaillierter drauf, muss sie quasi umsetzen. Funktional ist sowas wie, es muss eben ein Button da sein in dem Taschenrechner, um den Inhalt zurückzusetzen. Nicht funktional wäre sowas wie, es muss eben in einer bestimmten Programmiersprache geschrieben sein oder es muss, wenn ich den Button drücke, muss innerhalb von 200 Millisekunden eine Antwort kommen. Gut, wenn wir Software migrieren, müssen wir oft auch damit leben, dass wir Daten migrieren müssen. Und wenn ihr zum Beispiel mal irgendwo von einer Outage lest, dass quasi ein bestimmtes System mal für ein Wochenende abgeschaltet wird oder für ein paar Stunden, dann ist häufig nicht das Problem, einfach die Software zu aktualisieren und wieder neu zu starten, den Server, sondern das Problem ist dann eher die Datenmigration. Ja? Und wenn ich noch Daten migrieren muss, dann kann das eben durchaus ein bisschen länger dauern. Weil da muss ich eben an einer Stelle alle Daten einfrieren. Zum Beispiel eure Daten, die ihr von den Git-Repos habt, wenn man jetzt sagen will, man möchte auf dem Server irgendwie die Software dahinter austauschen, dann muss natürlich sichergestellt werden, dass alles, was ihr einmal in einem Commit mit einem Push eingereicht habt, dass das auch weiterhin da ist. Das heißt, man muss die Daten einfrieren, euch die Schreibrechte quasi wegnehmen oder eben einfach die Webseite offline schalten, damit eben keiner was einreichen kann. Wir wollen dieses Offline-Schalten wollen wir natürlich so kurz wie möglich halten, aber das sagt jetzt alles noch nichts darüber, wie ich dann eigentlich vorgehe. Es gibt jetzt verschiedene Strategien, wie ich vorgehen kann, wenn ich solche Altsysteme habe und die irgendwie weiter verwenden will oder die irgendwie erneuern möchte. Eine Möglichkeit ist das sogenannte Wrapping oder eben einen Wrapper darum zu bauen, also eine moderne Hülle um das alte System. Das heißt, ich überlege mir, dass ich eine neue Software baue, zum Beispiel eine neue GUI für einen Taschenrechner, aber statt alles selber auszurechnen, die Operationen, würde ich das immer delegieren und immer sagen, alter Taschenrechner, sag mir bitte, was der Wert ist dafür. Das erfordert natürlich, dass das Altsystem gewissermaßen stabil ist und das ist das, was die Bankenindustrie in Deutschland perfektioniert hat. Die bauen immer mehr Wrapper um ihre Altsysteme, damit die eben weiterhin am Laufen erhalten werden.
Es bedeutet allerdings, dass die Altsysteme hinsprechend stabil sein müssen, weil ansonsten muss ich dem Änderungen oder Fehler, die da drin auftreten, muss ich natürlich trotzdem noch da drin ausführen. Dann gibt es eine Neuentwicklung. Das heißt, ich würde einfach mich hinsetzen und würde alles von Grund auf neu entwickeln. Ja? Was durchaus schwierig ist, wenn so ein Altsystem eben mehrere hunderttausend Zeilen Code hat oder Millionen Zeilen Code, dann kann das eben durchaus eine Weile dauern. Plus, es wird natürlich schwierig, wenn ich das komplett neu entwickle, mit eben dieses Stichwort Redevelopment, dass ich das Altsystem muss ich ja dann irgendwann ablösen. Da muss es irgendwann den Punkt geben, wo ich sage, jetzt ist es fertig, jetzt ist es gut genug, jetzt setze ich das System auf einmal ein. Und natürlich kann es da sein, dass gewisse Systeme, gewisse Sachen dann noch nicht auf Anhieb funktionieren. Gut, dann haben wir inkrementelle Migration. Das heißt, ihr setzt das vielleicht nicht in einem großen Schritt, sondern ich habe schrittweise Erneuerung. Das geht natürlich insbesondere nur dann, wenn das System sowieso schon in verschiedenen Teilen ist. Zum Beispiel so ein Automobil ist ein verteiltes System. Da gibt es halt Software, da gibt es Steuergeräte. Auf jedem Steuergerät gibt es eine Software. Und da kann ich eine Migration einfacher machen, insofern, als dass ich einfach nur von einem gewissen Steuerteil, von einem gewissen Bauteil die Steuerungssoftware austausche, weil die halt vielleicht einfacher ist als die vom kompletten Fahrzeug. Inkrementelle Migration geht eben nicht immer, sondern nur dann, wenn wir irgendwie gewisse Teile haben, die man einzeln auch austauschen kann. Gut, und dann gibt es noch Big Bang Migration. Das ist eigentlich eher schon fast ein Anti-Pattern, sollte man es nicht machen. Ja, wir haben in der letzten Vorlesung über sogenannte Smells geredet. Das ist auf jeden Fall immer sozusagen eher so eine Fallback-Strategie, das, was man nur im Notfall macht, wenn die anderen Strategien nicht funktionieren. Das ist nämlich die Idee, die ganze Legacy-Software wird in einem Schritt abgelöst. Ich entwickle das neu oder ich löse es auf jeden Fall in einem großen Schritt ab, statt in vielen kleinen Schritten. Und da habe ich immer eine große Gefahr, weil ich habe auch einfach eine lange Entwicklungszeit, bis ich das erste Mal testen kann, ob das Neue dann funktioniert. Das heißt auch ein gewisses Risiko. In der Praxis haben wir viele Kombinationen. Bei der Big Bang Migration kann ich überlegen, dass ich irgendwie Teile neu entwickle. Ich kann vielleicht auch Teile sogar noch irgendwie wiederverwenden. Das Einzige, was sich nicht sinnvoll kombinieren lässt, irgendwie Big Bang oder inkrementell. Wenn ich inkrementell einzelne Teile ersetze, ist es eben keine Big Bang Migration. Gut, in dem Teil der Vorlesung ging es um Altsysteme. Altsysteme, also Software-Systeme, die uns irgendwie Probleme machen, weil sie groß sind, weil sie wichtig sind, weil sie irgendwie eingesetzt werden müssen weiterhin, die allerdings verändert werden müssen in irgendeiner Form. Ja, wir hatten die in der Evolutionsvorlese, die Vorlesung, die Lehmannschen Gesetze, die sagen, Systeme müssen immer weiterentwickelt werden, die Kunden erwarten auch oder die Nutzer erwarten auch, dass es immer wieder Neuentwicklungen gibt. Wir müssen auch die Software adaptieren, damit sie weiter nutzbar bleibt. Und wenn das nicht mehr so einfach möglich ist, dann ist eben die Überlegung, dass man eben Migration einsetzt, wo es verschiedene Strategien für gibt. Wir haben für euch zum Abschluss da noch ein Quiz. Das könnt ihr wieder jetzt machen oder dann zu Hause oder später, wo ihr noch mal so ein bisschen den Lernfortschritt überprüfen könnt. Da sind noch mal ein paar Beispiele dabei. Habt ihr noch Fragen? Gut, ansonsten haben wir noch ein bisschen Zeit rausgearbeitet. Wenn es jetzt noch jemanden gibt, würde ich anbieten, dann können wir auch noch mal rumgehen, können wir jetzt noch eine Viertelstunde nutzen. Wenn wir euch vorhin noch nicht erreicht haben, dann gerne jetzt einfach noch mal melden, dann kommen wir noch vorbei. Wer also zum Praktikum noch Fragen hat. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche, nicht, weil nächste Woche ist der Pfingstmontag, sondern wir sehen uns in 2 Wochen wieder zu Zentralübung und Vorlesung. Dankeschön.